Hallo meine Lieben, heute machen wir gemeinsam leckere Zimtsterne. Die sind schneller und vor allem einfacher gemacht als gedacht. Lass uns mit den Zutaten beginnen. Wir brauchen gemahlene Mandeln oder Nüsse, Puderzucker, Zimt und Eiweiß. Dann brauchen wir für die Glasur wieder Puderzucker und wieder Eiklar bzw. Eiweiß und eine Prise Salz. Bevor es losgeht, den Backofen auf 150 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und ein oder mehrere Backbleche mit Backpapier auslegen. Nun die gemahlenen Mandeln oder Nüsse, das Zimtpulver in eine Schüssel geben, Puderzucker hineinsieben und kurz vermischen. Die Eiweiße hinzufügen und das Ganze zu einem leicht klebrigen und glatten Teig verkneten. Jetzt geht es weiter mit der Glasur. Das Eiweiß mit der Prise Salz sehr steif schlagen. Dann den Puderzucker einrieseln lassen und kurz weiterschlagen. Die Glasur abdecken und dann auf Seite stellen. Auf die Arbeitsfläche etwas Bäckerstärke oder Puderzucker streuen. Dann den Teig ca. 1 cm dick ausrollen und dann mit Sternausstechern Sterne ausstechen und die dann auf das Backblech legen. Den Teig wieder kurz zusammenkneten, ausrollen und weitere Sterne ausstechen, bis kein Teig mehr übrig bleibt. Ich habe 3 Backbleche voll bekommen. Jetzt die Zimtsterne mit der Eiweißmischung bestreichen. Ich verwende dafür gerne ein Messer. Man könnte es aber auch mit einem Pinsel auftragen. Die Zimtsterne im Backofen auf der untersten Schiene für ca. 10 bis 15 Minuten backen. Habt bitte dabei ein Auge drauf, denn die dürfen nicht gelb werden. Hierbei bitte ein Blech nach dem anderen backen. Gut auskühlen lassen und dann könnt ihr die Zimtsterne auch schon genießen. In einer luftdicht verpackten Keksdose halten sich die Zimtsterne mehrere Wochen frisch. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und freue mich schon auf eure nachgemachten Rezeptfotos. Bis zum nächsten Video.